In der Fareler Beke haben sich die Flussneunaugen zur Paarung eingefunden. In dem Pachtgewässer des Sportfischervereins Bremen-Stur tummeln sich hunderte der Rundmäuler über steinigem und kiesigem Grund. Die geschlechtsreifen Tiere wandern aus dem Meer bis in die Oberläufe der Flüsse. In ihren Laichflüssen legen die Neunaugen zunächst eine Winterruhe ein, ehe sie sich paaren. Hier in den norddeutschen Flüssen findet die Paarung von April bis Mitte Mai statt. Die Jungtiere schlüpfen nach 2 bis 3 Wochen. Für 3 bis 4 Jahre leben sie im Larvenstadium im Fluss. Danach findet eine Metamorphose statt, die Neunaugen wandern ab ins Meer und entwickeln sich zu ausgewachsenen Tieren. Mit der Geschlechtsreife kehren sie zurück in die Flüsse, um sich ihrerseits fortzupflanzen.